drei Sonnen haben wir schon mal. Sonnenblumen. Okay, die würde ich dann aber gerne da hinten hinsetzen wollen. Oder soll ich vielleicht doch die Reihe machen? Nee. Wenn ich so sehe, was ich hier für Pflanzen habe, dann mache ich lieber die hintere Reihe Sonnenblumen. So. Ich warte hier noch kurz, bis ich das habe. Ich hoffe, die Pflanzen kommen nicht, zumindest kommen noch nicht so weit, aber ist auch eh gleich bereit. So, ich warte noch kurz. Dann mache ich jetzt sowieso jetzt erstmal weg. Oh. So, okay, jetzt, ich glaube, jetzt ist es soweit. Gut, dann kommen jetzt hier die hier hin. Und ich würde hier die Walnüsse platzieren. Und dahinter die hier. So. Walnuss. Machen wir mal hier oben erstmal. Und jetzt hier. Eine riesige Welle Zombies. Alter, der hat die... Nichts gibt's. Du kriegst den Schaden. Ob du willst oder nicht. Das war jetzt gerade echt heftig. Irgendwie. Das ist jetzt nicht so super. Der hat die ganze Attacke abgewehrt. Was ist mit dem los? Gut. Bis daneben. So, das ist schon wieder besser. Weg mit dir. So, also diese Reihe ist eigentlich fertig, irgendwie. So. Nicht gut. So, hier oben mal den da, hier mal den da. Die letzten, also geschafft. So, 60 Samenpäckchen für den Traubenschuss und 200.000 Münzen. Ja, damit können wir uns das Kostüm kaufen. Traubenschuss hat ein neues Level. Und wir haben dann auch die Mission für die Samenpäckchen fertig. Nochmal 5 Juwelen. Schließen. So, nein, da will ich jetzt eigentlich nicht hin. Gut. Was haben wir hier neu? Ach, wahrscheinlich wegen dem Traubenschuss, oder? Hier. Der hat jetzt eine neue Stufe. Einen neuen Zombie haben wir jetzt nicht gesehen. Oder?
Zumindest ist mir keine aufgefallen, aber ich sehe lieber mal noch mal nach. Es gibt unglaublich viele Zombies. Nein, ist mir keiner aufgefallen. Okay. Dann gehen wir jetzt in den Shop und kaufen uns hier dieses Kostümpartei. Kostümkartoffelmine. Yep. Danke. So, dann sehen wir uns das gleich nochmal an. Kartoffelmine, hier. Kein Kostüm oder das. Das lassen wir drauf, ganz ehrlich, das lassen wir drauf. So, Zengarten. Ah, ich pflanze erstmal. Also hier haben wir 2, 4, 5 neue Setzlinge. 2 Ringelblumen, die Hochwalnuss, die Erbsnöse und der Stachelstein. Ich würde gerne die Ringelblume machen. So, und das nächste brauchen wir 5000, haben wir schon fast. Also 3000 fehlen noch. Gut, was haben wir jetzt noch fertig? Kokosnusskanone, Blumenrang, die Kartoffelmine, Drachenmäulchen, Knallerbse und das Melonapult. Gut. Ja, nächstes Spiel. Verhindere, dass die Zombies die Blumen zertrampeln. Okay. Lauter Gräber. Und wir kriegen nichts. Ah, die Jalapeno. Die kenne ich auch noch. Oh, das wird geil. Okay, das ist jetzt eher weniger geil. Duplinator! Wisst ihr was? Da kommt nie ein Zombie hin. Die ist nutzlos. Die kommt weg. Auch der ist komplett nutzlos. Oder wobei, ich weiß es nicht. Ich weiß ja nicht, welche Zombies kommen. Ich lass sie mal da. Vielleicht kommen ja irgendwie Zombies, die nach vorne geschleudert werden oder sowas, dann wären die schon gut. Also lass es mal da. So, wenn wir uns die Jalapeno sparen können, ist es gut. Oh. Und ich mache jetzt hier auch mal eine. Hier würde ich jetzt mal ein Spezialdinger machen, um die Gräber möglichst wegzubekommen. Das wird mir zu knapp. Gleich hier nochmal. Ja, beide nach vorne. Das gefällt mir. Das ist gut. Ich glaube, ich werde hier gleich eine setzen. Ja, das ist mir zu riskant. Und hier. Das ist auch zu riskant. Hier haben wir noch eine Kartoffelmine und ein Sprössling. Das war gut. Nator. Der ist gleich weg. Hier auch gleich einen zweiten Duplinator. Ich brauche hier eine Schalapeno. Hier kommt eine Kartoffelmine. Und eventuell gleich eine eine Kartoffelmine. Kurze. Duplinator. Schalapeno, das ist mir zu riskant.
Wir auch. Ich hätte gerne mehr Kartoffelminen. So, jetzt kommt da oben die Mine weg. Kartoffelmine! Die Jalapenos werden aufgehoben. Ich glaube, das ist immer noch die allererste, oder? Kann das sein? Das war geil gesetzte Duplikate von der Kartoffelmine. Und wir haben es auch, glaube ich, gleich fertig. Und vier Jalapenos. Ich kann dann alles auf eine, bis auf eine Reihe alles vernichten. So, die letzte Welle. So, jetzt haben wir doch für jede Reihe etwas gehabt. Und dann kommt da trotzdem noch für was. Okay. Aber jetzt fertig, oder? Ja, fertig. Das ist so geil. Diese Brille ist so geil. Okay, weiterspielen. Okay. Schon wieder so viele Gräber. Platziere die mal ganz vorne. Und den Matschkürbis platziere ich dahinter. Hierher. Vielleicht sollte ich die ganz unten platzieren. Aber der hier war jetzt umsonst. Der war nämlich schon, der ist schon gestorben gewesen. Ich finde es so schade, dass wir nichts haben, um die Gräber irgendwie wegzumachen. Okay, der ist zum Glück weg. Mach jetzt mal das hier. Ich weiß nicht gar nicht, was der macht. Wow. Cool. Das ist auch echt cool, finde ich. So, hier haben wir dann Ersatzstachelkraut für die Rollen. Wir können eigentlich das hier mal kurz machen. Vielleicht nochmal. Machen wir alle hier herum. Und nochmal. Ich hoffe ja, dass er da oben hinkommt. Ah, okay. So ist etwas. Sache gerade kaputt gegangen. Okay, das ist schon cool. Ich hätte nur gerne mehr Matschkürbisse. Der stirbt. Ich platziere ihn hier oben. Keiner mehr, ich platziere ihn dort. Wir haben es ja gleich geschafft.
So, diese beiden Reihen sind schon komplett fertig. So, ich hoffe, ich kriege hier noch einen Matschkürbis. Ja. Puh, das war echt knapp. Das Stachelkraut hätte nicht gereicht. Dann hätte ich jetzt eine Münze weniger bekommen. So, Schritt 3 für den Landkrieg. Okay, das sind alles jetzt Sachen. Ich glaube, da hatte keiner irgendeine Spezialfähigkeit. Oh, geil. Chili-Bohne können wir auch machen. Das sind alles Sachen, die wir hier irgendwo platzieren können. Und die sich halt dann auch verdoppeln. Was dann auch irgendwie geil ist. Das mal so. Ich verdoppel gerne die Kartoffelminen. Die sind hin. Der wird gefressen. Werden wahrscheinlich alle gefressen, also egal. Wrestling. Das ist echt geil. Da kommt einfach keiner hin. Der ist noch. Ah, doch, jetzt ist er bereit. Machen wir den bereit. Und den. So, die sind eigentlich alle sowieso schon sowas von tot, da kommt jetzt schon keiner mehr durch. Bum bum macht's. Na? Also ich brauch die eigentlich gar nicht mehr. Aber egal. Fertig. Das ist mal ein geiles Minenfeld, oder? mit Chili-Bohnen und Kartoffeln. Schritt 4.